Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video zum Thema Was ist der Mensch und was macht ihn besonders? Heute gehe ich auf die Philosophin Hannah Arendt ein und ihr Werk Vita Activa. Mit ihrem Werk Vita Activa thematisiert Hannah Arendt den Menschen als tätiges Wesen, welches drei Grundtätigkeiten nachgeht, die das Überleben des Menschen sichern. Das Herstellen, das Arbeiten und das Handeln. Zugleich ist das Ausführen dieser Tätigkeiten bedingt durch das Leben. Lebst du, so bist du in der Lage, diese Tätigkeiten auszuführen, tätig zu sein. Lebst du nicht, dann eben nicht. Führst du die Grundtätigkeiten nach Hannah Arendt aus, so sicherst du dein Überleben. Führst du die Grundtätigkeiten nicht aus, dann kannst du dich auf dein baldiges Ableben gefasst machen. Aber was macht uns zu dem, was wir sind? Was ist besonders an uns tätigen Menschen? Was tun wir? Was ist der Unterschied zwischen dem Animal laborans und dem Homo faber? Hierbei unterscheidet Arendt zwischen dem Animal laborans, dem Tier, einem Individuum lediglich von Körperbedürfnissen getrieben, und dem Homo faber, dem Menschen, welcher Herr seiner Hände ist. Aber was tun wir? Wir arbeiten. Nach Arendt ist das Arbeiten das Zubereiten von Naturdingen, um sie als Lebensnotwendigkeiten dem Körper zuzuführen, wodurch die Arbeit dem biologischen Prozess des menschlichen Körpers zugeordnet wird. Ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel das Kochen. Wir bereiten Dinge aus der Natur zu, um zu überleben. Wir stellen her. Nach Arendt ist das Herstellen, das Produzieren einer künstlichen Welt, das wir unser Zuhause nennen. Dieses Zuhause, diese Heimat, die wir herstellen, indem wir Häuser bauen und Maschinen kreieren, überdauern das menschliche Leben. Stirbst du, so kann dein Haus immer noch imstande sein, dort zu stehen, wo es immer stand. Es ist nicht abhängig von deinem Leben. Wir handeln, während das Arbeiten und das Herstellen jeweils durch Materie aus der Natur vermittelt wird, ist das Handeln unabhängig von Materie. Diese Tätigkeit bezieht sich allein auf unsere zwischenmenschliche Interaktion. Die Bedingung dafür ist das Faktum der Pluralität der Menschen. Uns Menschen muss es demnach mehr als nur einmal geben. Denn gäbe es nur einen Menschen, so wäre Kommunikation und alles Zwischenmenschliche sehr einseitig. Ich würde nur mit mir alleine kommunizieren oder in eine Kamera sprechen, wie ich es jetzt in diesem Video tue. Zudem benötigen wir für das Handeln als auch das Sprechen, welche Tätigkeiten Arendt allein als Handeln zusammenfasst, Gleichheit und Verschiedenheit der Menschen. Wären wir alle zu verschieden und es gäbe keine Gleichartigkeit zwischen uns Menschen, so wären wir nicht in der Lage, einander zu verstehen. Wir wären nicht in der Lage, zu kommunizieren. Wären wir allerdings komplett gleich, so wäre zwischenmenschliche Verständigung völlig überflüssig. Wir wüssten doch, was wir meinen. Wir würden doch alle das Gleiche meinen. Dann müssten wir doch nicht mehr sprechen, denn jeder wüsste, was zu tun wäre. Jeder wüsste von dem anderen, was er meint, was er will. Denn wir wären alle gleich. Nach Arendt ist es das Handeln, was uns in besonderer Weise auszeichnet, was uns Menschen besonders macht. Es dient zur Gründung und Erhaltung des politischen Gemeinwesens und es ermöglicht die Kontinuität der Generationen, Erinnerungen und damit Geschichte. Durch das Handeln können wir Geschichte schreiben. Wir als Gemeinschaft können miteinander kommunizieren und zusammen eine Gemeinde gründen. Eine Gemeinschaft, die zusammen etwas erreichen kann. Und zwar so viel,
und so viel Gutes, das man dann später noch erzählen kann. Durch das Handeln ergreift jeder einzelne Mensch von uns die Initiative, seine Einzigartigkeit darzustellen. Das ist es, was uns besonders macht, unsere Einzigartigkeit. Jeder Mensch kann arbeiten, aber er muss es nicht, um zu überleben. Manchmal ist es doch auch viel bequemer, andere Menschen für einen selbst arbeiten zu lassen. Ich meine, ich kenne viele von euch, die nicht kochen müssen, die bekocht werden. Und ihr lebt trotzdem, denn jemand anderes tut es für euch. Jeder Mensch kann arbeiten, aber er muss es nicht, um zu leben. Manchmal ist es doch auch viel bequemer, andere Menschen für einen an sein Haus bauen zu lassen. Ich denke, die wenigsten von uns haben ihr Haus selbst und alleine hergestellt, gebaut. Wer möchte schon sein ganzes Leben nur arbeiten und herstellen? Würde man allerdings weder sprechen noch handeln, so wäre das Leben nur ein in die Länge eines Menschenlebens gezogenes Sterben. Das Leben würde dahinschwinden. Wir wüssten nichts von dem, was vorher war und eigentlich auch nichts von dem, was ist, was bei anderen ist. Es gäbe keine Geschichte, es gäbe keine Politik, es gäbe keine Gemeinschaft. Wäre das noch ein schönes und würdiges Leben? Es wäre ein passives Leben im Nichts, das man Tod nennt. Und ja, jetzt sind wir beim Tode angelangt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr wisst jetzt ein bisschen mehr, was uns besonders macht. Und wenn ihr das nächste Mal mit euren Liebsten zusammen seid, jetzt auch in der Adventszeit, denkt daran, präsentiert eure Einzigartigkeit, handelt, sprecht miteinander und lasst uns alle zusammen Geschichte schreiben. Denn das ist es, was uns besonders macht, unser Handeln. Ohne das sind wir nichts. Ohne das sind wir tot und demnach guckt positiv in die Zukunft und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und bis zum nächsten Mal.